Ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Dragon Age. Ich bin jetzt sofort weiter. Ich wollte nur mal kurz sagen, ich versuche jetzt wieder ein bisschen mehr oder regelmäßiger Videos zu machen. Die Temperatur ist draußen angenehmer und deswegen steigen wir jetzt direkt wieder ein zu diesem Let's Play. Viel Spaß! Wir müssen jetzt hier unten zur Besprechung, falls ihr das noch nicht mehr euch erinnert. Wir sind ein grauer Wächter, gerade beigetreten, mussten dafür das Blut der grauen Brut trinken. Nicht viele Leute überleben den Prozess. Einige sind gestorben, weil sie Angst davor hatten. Andere sind einfach dadurch verrückt geworden und gestorben. Und jetzt wollen wir zu dieser Versammlung gehen. Logan, meine Entscheidung ist gefallen. Ich werde in dieser Schlacht an der Seite der Grauen Wächter kämpfen. Ihr riskiert zu viel, Kaelin. Die Horde der Dunklen Brut ist zu gefährlich, als dass ihr an vorderster Front den Helden spielen solltet. Wenn das so ist, sollten wir vielleicht einfach darauf warten, dass die Truppen aus Orlais zu uns stoßen. Ich muss erneut gegen eure törichte Idee protestieren, dass wir Orlais brauchen, um uns zu verteidigen. Das ist keine törichte Idee. Unsere Differenzen mit Orlais sind Vergangenheit. Und ihr solltet nicht vergessen, wer hier König ist. Zum Glück muss Marek nicht mehr miterleben, wie sein Sohn Ferelton denen übergibt, die uns ein Jahrhundert lang versklavt hatten. Da müssen unsere vorhandenen Truppen wohl genügen, nicht wahr? Duncan, sind eure Männer bereit? Das sind sie, Euer Majestät. Und ist das nicht der Rekrut, den ich vorhin auf der Straße getroffen habe? Es sieht aus, als seien Glückwünsche angebracht. Vielen Dank, Eure Majestät. Ich sage jetzt einfach das, weil ich eigentlich den relativ mag. Ich bin zwar ein Elf gegen Menschen. Die Lage ist ja sehr kritisch, würde ich mal sagen. Aber ich sage trotzdem einfach mal nett sein, weil ich den eigentlich relativ gut mag. Wir brauchen jetzt jeden grauen Wächter. Ihr solltet euch geehrt fühlen, dass ihr zu ihnen gehört. Eure Faszination für Ruhm und Legenden wird euer Untergang sein, Kaelin. Wir müssen uns der Realität widmen. Schön. Legt eure Strategie da. Die grauen Wächter und ich ziehen die dunkle Brut auf uns. Und dann? Ihr werdet dem Turm signalisieren, das Leuchtfeuer zu entzünden. Dann greifen meine Männer aus der Deckung an. Und fallen der dunklen Brut in die Flanke, richtig. Und ihr meint den Turm von Ishal in den Ruinen, oder? Wer soll das Leuchtfeuer entzünden? Ich habe dort einige Männer stationiert. Die Aufgabe ist nicht gefährlich, aber entscheidend. Dann sollten wir sie dem Besten anvertrauen. Schickt Alistair und den neuen grauen Wächter, um sicherzugehen, dass sie erledigt wird. Ja, okay. Und wir bekommen jetzt einfach einen Bodenauftrag. Wirklich? Ich will in der Schlacht kämpfen. Aber das ist der Wunsch des Königs und da werde ich jetzt einfach in den grauen Apfel, also den Apfel beißen müssen. Ich werde mein Bestes geben, Eure Majestät. Euer Majestät. Euer Majestät. Ihr verlasst euch zu sehr auf die grauen Wächter. Ist das wirklich klug? Ich habe genug von euren Verschwörungstheorien, Logan. Die grauen Wächter bekämpfen die dunkle Brut, egal woher sie stammen. Euer Majestät, ihr solltet die Möglichkeit bedenken, dass sich der Erzdämon zeigen könnte. Wir haben in der Wildnis keine Drachenspuren gefunden. Sind eure Männer nicht genau deshalb hier, Duncan? Ich... Ja, Euer Majestät. Eure Majestät, der Turm und das Leuchtfeuer sind nicht nötig. Der Zirkel der Magier... Wir werden euren Zaubern keine Leben anvertrauen, Magier. Hebt sie für die dunkle Brut auf. Genug. Der Plan wird aufgehen. Die grauen Wächter werden das Leuchtfeuer entzünden. Vielen Dank, Logan. Ich kann diesen glorreichen Moment kaum erwarten. Die grauen Wächter stemmen sich an der Seite des Königs von Ferelden, der Flut des Bösen, entgegen. Ja, Kaelin, das wird ein glorreicher Moment für uns alle. Ich kann den Typen nicht leiden, sage ich jetzt ganz ehrlich. Du hast den Plan gehört. Du gehst mit Alistair zum Turm von Ishal. Und ihr sorgt dafür, dass das Leuchtfeuer entzündet wird. Was? Ich werde nicht an der Schlacht teilnehmen? Es ist der ausdrückliche Wunsch des Königs, Alistair. Wenn das Leuchtfeuer nicht entzündet wird, wissen Taryn Loghains Männer nicht, wann sie angreifen sollen. Er braucht also zwei graue Wächter, die da oben nur rumstehen und die Fackel halten. Nur um ganz sicher zu gehen, richtig? Wo genau ist der Turm von Ishal? Vom Lager des Königs aus liegt der Turm auf der anderen Seite der Schlucht. Es ist der gleiche Weg, auf dem wir hierher gekommen sind. Ihr müsst die Schlucht durchqueren,
dann durch das Tor und bis nach oben zum Eingang des Turms. Von seiner Spitze aus könnt ihr das gesamte Tal überblicken. Okay, wann sollen wir das Leuchtfeuer entzünden? Wir geben euch ein Signal, wenn es soweit ist. Alistair wird wissen, wonach ihr Ausschau halten müsst. Können wir uns danach dem Kampf anschließen? Will ich interessant sein. Ihr bleibt bei den Männern des Terran und bewacht den Turm. Wir schicken euch eine Nachricht, wenn ihr gebraucht werdet. Ich kenne daraufhin praktisch die Antwort. Was tun wir, wenn der Erzdämon auftaucht? Kämpfen natürlich. Dann machen wir uns vor Angst in die Hose. Was sonst? Sollte das geschehen, dann überlasst ihr ihn uns. Ich will keine Heldentaten von euch beiden sehen. Okay, ich weiß, was ich zu tun habe. Dann muss ich mich jetzt den anderen anschließen. Von nun an seid ihr beiden auf euch gestellt. Vergesst nicht, dass ihr graue Wächter seid. Ich erwarte, dass ihr euch dieses Titels würdig erweist. Danken. Möge der Erbauer über euch wachen. Möge er über uns alle wachen. Ja, stimmt genau. Der Turm von Ischal. Und da gehen wir jetzt hin. Die Schlacht beginnt gleich. Wenn wir da die nächsten Checkpoint passieren, würde ich mal sagen. Mal kurz auf die Karte schauen. Genau in der anderen Richtung gehen wir. Und alle bereit für die Schlacht? Ich will einfach mal sagen, ja. Oh, Moment. Der hat noch Fähigkeiten. Dann bekommen wir mal ein bisschen Stärke. Und dann mal noch... Mal speichern jetzt schon mal. Also speichern kann ich ja jetzt wirklich schon mal kurz, bevor die Party jetzt losgeht, Ostsaga. Mein Spiel ist gerade abgestürzt. Die Armee des Königs. Mit den Segen des Erbauers. In den Krieg. Der Plan wird aufgehen, Euer Majestät. Natürlich wird er das. Die Verderbnis endet hier. Und da kommen die. Ein dieser Term, der bei der Schlacht fliehen wollte. Zum Angriff. Da sind manche verdammt groß. Lasst Feuer regnen. Das nennt sich eine Hundemeute.
Und wir müssen über die Brücke. Ja. Turm von Ischal. Und los geht's. Oh, da wurden gerade ein paar Bogenschütze ausgeschaltet. Sollen uns beeilen. Oh, schon wieder ein Trupp Bogenschützen. Die armen Bogenschützen werden ja die ganze Zeit ausgeschaltet. Kommst du, mein Freund? Los geht's. Und jetzt müssen wir... Sie sind überall. Sie haben den Turm ein... Ihr seid graue Wächter, nicht wahr? Der Turm, er wurde eingenommen. Wovon redet ihr? Was meint ihr mit eingenommen? Die dunkle Brut kam durch die tiefer gelegenen Kammern nach oben. Sie sind überall. Die meisten von uns sind tot. Dann müssen wir zum Leuchtfeuer und es selbst entzünden. Ja. Dann würde ich mal sagen, wir sind eine größere Gruppe. Aber möge der Spaß dann mal beginnen. Ich kann jetzt, da wollte ich jetzt gerade kein Feuer machen. Ich habe keinen Bock von euch jetzt alle gefokust werden. Oh, ich hab, glaube ich, ein neues Level erhalten. Das war gerade knapp. Da hätte ich jetzt direkt eigentlich ein bisschen taktisch agieren müssen und nicht so wie aus normalen Spielen. Denn ich kann schließlich das Spiel pausieren und auch die anderen Mitspieler von mir positionieren und die Position ändern. Aber fürs Leveln sollte jetzt mal wohl kurz noch Zeit sein. Einen Punkt habe ich noch vergessen. Feuerball kann ich noch nicht machen, aber Schock kann ich machen. Die nehme ich mir mal. Oh ja, den Blitz mag ich. Gut, einer weniger. Den Bogenschützen hier noch? Ich glaube schon. Wie ihr meint, wird erledigt. Also den Vorhof haben wir jetzt schon mal geklärt. Und die Audioanpassung dieser Runde wird nochmal lustig werden. Der saß, Arschloch. Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen rausscrollen und da habe ich sogar einen meiner Leute angegriffen. Jetzt muss ich gucken, dass ich den Typ. Ey. Ich hab gerade keinen Mana für wie ich, also auf Lü. Betrachte das als erledigt. Der Typ ist erledigt und. Und. Unsere Fähigkeiten haben uns nicht im Stich gelassen. Nochmal knapp. Marlock Alpha. Für den sollte ich mich warten. Und das ist genau der Unterschied in diesem Spiel, was ich auch relativ interessant finde. Einfach seine Leute positionieren. Richtig, das ist wichtig. Ich muss mal kurz warten, bis die Charaktere voll mit Leben sind, bevor wir in die Schlacht ziehen. Das
Deswegen mache ich jetzt mal kurz einen kleinen Häuschen. Und ich will jetzt einfach mal sagen, weiter geht's. Was machen wir jetzt? Oh ja. Yeah. Fuck, da war eine... Bin ich wohl in eine Falle reingelaufen. Diese... Weil wenn... Ich würde jetzt mal sagen... Den setze ich auf die. Der soll mit... mal hier hingehen. Ich erwarte eure Befehle. Und... Verdammt, ich muss auch so rumlaufen. Scheiße. So, jetzt... Den muss ich jetzt gucken, dass ich hier mal kurz bis dann... Oh, fuck. Jetzt muss ich mir nur... Last Man Standing. Und das passiert, wenn ich nicht genau plane. Mal kurz überlegen, wie ich mich jetzt positioniere. Wir haben Alistair hier. Ganz klar. Der geht. Ich werde jetzt. Nachschauen, wo sind die Feinde? Da. Ich werde Alistair direkt mit nach oben ziehen, denn die Turmwache werde den Kampf zwar nicht schaffen, aber ich werde ihn mal kurz gleich unterstützen. Ja. Mit zwei der Mächte, meine besten Zauber. Und jetzt muss ich jetzt einfach hier schon... Dass ich jetzt irgendwie auf ein Glück hoffe. Zauberschild, danke. Und jetzt sollten wir es gleich... Yes! Das war knapp. Ich kann jetzt nicht speichern. Doch, ich kann jetzt hoffentlich speichern. Den Kampf will ich nicht nochmal machen. Also, ich sag ganz einfach, das Ding hat verdammt lange gebraucht. Ich hab lange immer alle Leute verloren. Deswegen muss ich jetzt schauen, dass ich vorsichtig bin. Wie sieht es mit meinen Leuten aus? Bei denen fühlt sich jetzt gerade alles auf. Bei mir dauert es auch noch einen kurzen Moment. Jetzt ist alles soweit. Betrachtet es als erledigt. Habe ich auch schon gedacht. Beziehungsweise habe ich ja schon mal gesehen. Bin schon mal weitergekommen, habe nicht gespeichert. Deswegen. Ich bin dran. Hey. Wird erledigt.
Und den haben wir auch noch. Also das, gut, dass es diese Lyium-Tranks gibt. Betrachtet es als erledigt. Also, mir der Pfut hat uns aufgespürt. Da ist doch noch einer gewesen. Ich muss schon mal sagen, mir gefällt dieser eine Zauber sehr. Einfach so sagen, den friere ich jetzt erstmal ein. Das ist eine praktisch eine Lissandra-Ult. Und ich muss jetzt schon mal gerade schauen, wo es hier weitergeht. Wird erledigt. Ah, daher sind die anscheinend gekommen. Das ist ein Loch, wo ich nicht reingehen kann. Und ich bin natürlich an der vordersten Spitze. So, wie sieht hier die Position aus? Du kannst wieder auf den gehen. Die Turmwache soll da mit hingehen. Ich... Ich werde schauen, dass mir keiner von meinen Leuten stirbt. Sind der Typ schon tot? Ja. Und das ist wieder eine Kiste, die ich wahrscheinlich nicht öffnen kann. Fähigkeit unzureichend. Ein Atem des Erbauers. Was tun die hier? Dunkle Brut weit vor dem Rest der Horde? Es sollte hier keinerlei Widerstand geben. Habt ihr euch nicht darüber beschwert, dass ihr nicht kämpfen dürft? Hey, das stimmt. So gesehen hat die Situation auch ihr Gutes. Jedenfalls müssen wir uns beeilen. Wir müssen auf die Turmspitze und das Signalfeuer rechtzeitig entzünden. Taryn Loghain wartet auf das Signal. Das stimmt auch. Aber das sieht ja alles nicht gerade nett aus, was die dunkle Brut angestellt hat mit den seinen Feinden. Ach du heilige Scheiße. Ich speichere jetzt schon mal direkt. Im zweiten Stock wird es jetzt noch wohl noch eine Schlacht geben. Das ist das größte Problem. Oh Mann. Ich will den da rausbewegen, damit ich jetzt hier einfach auch schon mal so einmal wirklich asozial einfach mit Blitz rein. Wirklich den schon verdammt Schaden drücken kann. Ach, das ging aber schnell. Muss ich mir merken. Mein Blitzzauber ist anscheinend effektiv. Aber das, die haben sich wieder hier gut versteckt. Oh, wir haben noch Waffen. Eine Erdung. Wie ihr meint. Ist ja besonders gut gegen Magie. Der Blitze. Lang geht's hier? Ein gefrorener Blitz. Muss ich mir merken. Ich werde es tun. Jetzt sind wir hier.
bisschen nach Loot schauen, aber vielleicht haben wir verschlossen. Dahin sind unsere nächsten Feinde. Und ich stehe natürlich wieder vorne. Zwei sollen auf die erste Reihe gehen. Also jetzt gibt's. Ich hab dir ja praktisch halbiert. Wirklich interessant. Die Kämpfe hier sind vergleichsweise leicht von der Schulter. Da, noch mehr dieser Teufel. Über sich schaffen. Dann kann ich vielleicht mindestens schon hier die hintere Seite schon mal kurz wegblitzen. Oder doch nicht. Bummy! Mal kurz. Kann. Ob ich mache es aber so. Man hat dich keine Ordnung. Wir haben einen verloren. Was zur Hölle war das gerade wieder? So. Aber das hat ja schon mal gerade relativ gut geklappt. Ich muss mal schauen, dass ich immer wieder meine Fähigkeiten zur gerechten Zeit verwende. Eiserner Ring. Ist einfach nur ein Ring. Keine Fähigkeiten. Was gab's hier? Eine Statue für einen Erbauer wahrscheinlich. Dritter Stock. Hoffentlich ist Logan angriffsbereit, sobald wir das Signal entzündet haben. Der König verlässt sich auf uns. Der Langbogen. Aber ich hab... Ich sehe noch nicht, wie viele Feinde es sind. Aber ich kann eins sehen. Ein paar werde ich treffen. So. Oh nö. Ich bin gestorben. Aber wir haben nur Alistair. Das war jetzt aber wirklich gerade mal knapp. Merken, nicht in Feinde reinlaufen. Das soll man generell nicht, aber nicht so ein mehr taktisch lastigen Spiel. Da kann es ganz schön schnell auf die Nüsse gehen. Aber jetzt, wie kommen wir hier die Waren hoch? Die Wagen hier hoch. Das wäre mal eine interessante Frage. Das Hunde hier in den Käfigen? Hier? Ja. Wie ihr meint. Sehr schön.
Und... Seid lieber vorsichtig! Und das ging wie gut durch die Hunde. Sehr schön. Leider bin ich Magier, also werde ich ein Schild eher schlechter gebrauchen. An den Seiten sehe ich schon die Feinde. Wir dürfen uns natürlich jetzt aussuchen, wo rein wir jetzt gehen. Aber das sind nur wenige Feinde. 2, 3? Wirklich? Ach du Scheiße, ich hab einen Knochenbruch. Was kann ich dabei machen? Verletzungsausrüstung. Muss ich mal jetzt wieder ein bisschen aufpassen. Da sind jetzt auch ein paar mehr. Brate ich die mal gerade kurz. Also das geht mit den Hunden wirklich gut. Dennoch will ich... Oh. Genau die habe ich gesucht. Verletzung. Irgendwo war da dieser Verletzungs... Ich habe gerade aufgesammelt. Ich muss das mal kurz wieder nachschauen. Ja, jetzt ist meine Verletzung vorweg. Muss ich mir merken, dass es sowas gibt. Wenn wir Winter haben. Auf zur nächsten Runde. Hier gibt es ja nur Loot. Ja, Loot. Ich werde es tun. Ich muss... Oh. Inventar. Kenne ich schon aus anderen Spielen, aber... Jetzt ist es natürlich auch ein bisschen... Hier auch ärgerlich. Ach, ich glaube... Ach, scheiße, jetzt bin ich wieder mit den Feinden reingelaufen. Ich halt. Aber, ich sag jetzt mal ganz ehrlich, das macht schon Spaß hier. Mit den ganzen Rumhantieren und so ein bisschen taktisch die Leute zu platzieren und dann auch Fähigkeiten einzusetzen, etc. Also das fällt mir wirklich. Und jetzt gehen wir zum 4. Stock, oberster Stock. Ach du Scheiße. So ein Viech haben wir schon mal gesehen.
Aber Spoilerwarnung, den mache ich in der nächsten Folge. Denn jetzt habe ich aber keine Zeit mehr dafür. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Dragon Age Origins natürlich. Ich weiß noch nicht, wann ich die hochlade. Die Folge war jetzt wieder ein bisschen anstrengender aufzunehmen, da ich jetzt zum Beispiel auch einige Probleme hatte. Deswegen abonniert gerne den Kanal und liked das Video, wenn euch das gefällt. Für mich geht jetzt also die Reise hier erstmal in Dragon Age weiter und noch ein paar anderen Spielen. Ich hoffe, euch gefällt's. Ich beende jetzt erstmal hier das Video. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir spielen natürlich auch dann noch die folgenden Teile. Dann wird den neuesten Teil, wenn er irgendwann mal rauskommt. Danke, dass ihr zugeschaut. Und bis bald und tschüss.